In der letzten Episode. Mögliche Reparatur, 50% Erfolgschance. Ach du, oder. Also oder, ah, das ist gar nicht, dass du beides brauchst. Du wählst dir das aus. Wir haben eine 50% Reparaturchance, dass wir, nee, 90% Chance, dass wir 50% reparieren. Hat das geklappt? Ja, das hat geklappt. Das ist ja super. Ich laufe auf die rum, Junge. Wie kannst du da aufstehen? Und dann gibst du mir mal das ganze Papier. Dann schmeißen wir das mal weg. Dass wenigstens ein bisschen ordentlich ist. Dann heißt das Abendprogramm und ab ins Bett. Der hat schon wieder Hunger, echt? Dann ist... Nein, nicht Kühlschrank. Oh, das gekühlte Papier. So, dann bitte... Isst halt noch die Grapefruit. Und so geht's weiter. Hm? Herzlich willkommen bei Project Zomboid in der Episode 70. Immer noch oder schon wieder in der Feuerwehr. Und ja, wir haben jetzt mal für Futter gesorgt. Weil es ging, also wir konnten ja nicht wirklich viel... Ah, jetzt habe ich das Messer da gelassen, okay. Das Fleischerbeil, okay. Vielleicht, warte mal. Vielleicht kann man das mal, platziere das mal dahin. Vielleicht sieht man das dann eher... Ich denke schon. Ja, genau. Warte mal. Wir wollen jetzt gar nicht hier raus. Genau. Also in der letzten Episode waren wir in der Polizeistation. Die ist ja hier links oben. Und in den zwei Häusern hier rechts oben. Da müsste ich gerade noch mal gucken, dass ich da... genau, Waffen. Also wir haben... Warte mal. Gib mir mal das Grau. Das reicht. Also, ja, okay. Das ist viel zu groß. Wir haben hier noch Holz. Und hier noch Holz. Futter haben wir jetzt hier nicht. Wir haben Holz und Futter. Ne, Burger mache ich nicht. Rohes Futter. Also das heißt, was man halt kochen kann. Ja, und was wir auch festgestellt haben in der letzten Episode, ist, dass du eine Machete nicht unendlich flicken kannst. Also beziehungsweise nicht nur die Machete, im Generellen. Kannst du die Sachen nicht unendlich flicken. Wir haben die jetzt zwei- oder dreimal geflickt. Und ihr seht ja, da ist bestimmt noch 30% oder so. Sagen wir mal 20%. Ich habe jetzt natürlich die Klebstreifen nicht da. Und wir haben nur noch eine mögliche Reparatur von 13%. Also die erste Reparatur ist relativ gut. Die zweite ist noch okay mit 25%. Aber dann nimmt das halt logarithmisch ab anscheinend. Das heißt... du kommst halt immer näher an Null, wenn auch nie an Null. Also du wirst irgendwann mal haben 1% mit 2 Klebeband. Das ist natürlich dann irgendwann wird es unrentabel. Ich denke, zweimal reparieren bis 25% vielleicht noch. Dann hättest du 75% mit 4 Klebstreifen repariert. Klebebänder. Also wirklich, der Hut sah ja total dämlich aus, Junge. Noch ein Schlagstock. Wie gut ist der? Der ist okay. Das bedeutet aber auch... der Rest können wir lassen. Polizeitrooper-Hut. Ja, das bedeutet auch, dass du halt besonders schlechte Dinge halt dann vielleicht eher nicht mitnimmst. Ja, jo. Okay, die kommen beide hier. Die wollten es jetzt wissen. Okay, danke für die Uhr. So, mehr holst du da aus dem Auto nicht raus. Die Polizistin hat eine Waffe dabei. Und noch eine Uhr. Ja, ich hatte mal allein aus reiner Neugier noch einen Schlagstock, der ist sogar relativ gut. Ein Revolver, den holen wir auch noch raus. Noch eine Weste, naja. Die kann man ja nicht reparieren, das ist ja das Problem. Ja, ich hatte mal eine super leichte
Sandbox gemacht, einfach weil ich mal gucken wollte, wie effektiv da die Waffen sind. Habe ich auch relativ früh eine Machete gefunden. Und da gehst du wirklich durch die Zombies einfach durch. Ein Schlag, platt, ein Schlag, platt, ein Schlag. Ist wirklich wie so ein, wie so ein Powertrip. Oh. Du hast doch auch eine kugelsichere Weste. Schleichen. Damit haben wir jetzt Schleichen und Leichtfüßig auf beides auf Level 2. Okay. Ja, das ist nicht schlecht. Okay. Ja, das ist wirklich nicht schlecht. Hier steht jetzt nur ein Auto oder was? Schlüssel sehe ich jetzt auch nicht. Lass uns wenigstens mal nach Benzin schauen. Wie sieht's aus? Oh, hier ist richtig viel Benzin. Beziehungsweise halt. Vielleicht kommen wir ja rein. Die Polizistin hat jetzt leider keinen Schlüssel. Da unten ist aber noch mehr Polizei. Deswegen lassen wir das Auto mal intakt. Wir machen das mal nicht kaputt. Wir müssen halt hier auch aufräumen. Vielleicht hat da jemand ja den Schlüssel dabei. Dann wäre es ja blödsinnig, wenn wir dann ein Fenster kaputt machen. Bloody abgenutzt. Okay, mehr ist da nicht. Gut, alles klar. 6 Zombies, 2 sitzen dort. Dann war da unten noch eine, genau. Schön die Lage im Blick behalten. Na, da ist auch noch einer direkt da. Der Wand. Ah ja, sehr schön. Sie sehen hier aus wie eine Bibliothekarin. Halt, das ist immer noch der eine Zombie. Nee, halt, ich wollte nicht die Lesebrille, ich wollte... Hä? Ah ja, jetzt. Ah, da sitzt auch noch jemand, okay. Ach du Schande. Das sind sehr viele. Da müssen wir aber ganz, ganz, ganz langsam rangehen. Das liegt nicht da unten. Das ist wieder nur Müll, oder? Ja. Ach, du hast wieder Hunger. Warte mal. Halt! Ja. Die ist aufgestanden, natürlich. Da eine Karte von Rosewood. Die brauchen wir natürlich nicht... was erstmal denn am geschicktesten? Hast du Unglücklichkeit? 5. Wir haben nur 3, irgendwas. Okay, dann ist die Zimtschnecke. Ja, man muss halt bei den, also beim Futter ein bisschen aufpassen. Wenn die wollen, natürlich abnehmen. Das ist das eine wichtige. 92 meint schon. Aber wenn man halt zu schwach wird, dann. Also wenn man zu wenig gegessen hat, dann wird man halt schwach irgendwann. Dann hilft das auch nichts. Okay, 2, 4, 6, 8, 10, 12 wieder. Anscheinend ist das so die übliche Zombie-Gruppengröße. Ich gucke lieber dreimal. Kommen sie hier vor. Ja. Ein
eine Karte von West Point. Die lesen wir auf jeden Fall. Und packen sie direkt zurück. Wiegen die was? Ja, die wiegen 0,1. Immerhin. Druckerfarbe ist schwer. Okay. Das sind viele. Vier diesmal. Okay. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Dass wir ein Stückchen weg, dass die anderen uns nicht mitkriegen. Und dann... Großer Einsatz von Machete, würde ich sagen. Vielleicht sollten wir unseren Charakter in Ede Machete umbenennen. Schnell weg erstmal. Abstand gewinnen. Umdrehen. Zuhauen. Uff, da musste schnell sein und vor allem nicht zimperlich. So, was mit euch beiden? Digitaluhr. Noch eine Karte von Louisville. Dankeschön. Und die Zeitung nehmen wir auch mit. Das sind es nur noch 6. Wir sind noch nicht mal ein bisschen weitergekommen, was die sitzende Polizei da oben betrifft. Okay. Die drei Musketiere. Gut, dann gehe ich runter. Ich lasse mich nicht so gern flankieren. Kommt. Doch, so weit rein müssen wir nicht. So, das sind jetzt nur noch 3. Die 2 sitzen immer noch. Schüsse. Okay, ein bisschen rauszoomen. Wegen der Schüsse. Okay. Wo kommst du denn her, Junge? Noch eine Karte von Louisville. Ist dieselbe nochmal. Eine Uhr. Das ist uninteressant, das auch. Hä? Ah, das liegt die Brille was. So, die sind jetzt aufgestanden. Das ist natürlich super, weil da war auch ein Polizei-Zombie dabei. Wo sind die hin? Da sind auf jeden Fall jetzt ein paar. Da oben sind auf jeden Fall wieder Autos. Ich weiß nicht, wo der Polizeizombie hin ist. Okay. Ich weiß, dass ihr zu dritt wart da oben. Ja, ja, ja. Da. Gut. Mindestens natürlich.
Sehr elegant, Junge, hast dich da gedreht. Oh, Instandhaltung plus 1. So, jetzt ist aber Schluss hier. Ist natürlich klar, dass bei dem, wo der Schuss zu hören war, der Polizeizombie natürlich besonders interessiert war. Gleich mitschießen wollen wahrscheinlich. Es wird nicht zu sehen, verdammt. 15:10 inzwischen schon. Nein, du beißt hier niemanden, ja, nur dass es klar ist. Du beißt hier niemanden. Kannst du es jetzt einfach mal sein lassen? So. Oh ja, das ist ja beides interessant. Das nicht. Nee, wir gehen jetzt aber erstmal wieder zurück, weil es ist schon 3:30. Wir müssen da irgendwann mal auch zu Potte kommen, hier. So, erstmal gucken, ob hier was Neues aufgetaucht ist. Sieht aber nicht danach aus. Nur mal einen Blick reinwerfen. Ah, ist dir wieder zu dreckig, echt? Schade. Nein, Quatsch, ich wollte reinzoomen. Ja gut, das war wieder... Es waren wieder 34 mehr. Das ist Arbeit. ...50% Müdigkeit. Gut. Dann machen wir es halt doch mit der Fensterscheibe. Zertrümmern hinteres rechtes Fenster. Achso, da kommen wir ja nicht... Achso, ja, okay. Zuerst aussteigen. Ja, du kannst beim Polizeiauto natürlich nicht von hinten nach vorne durchsteigen. Ja, da war aber auch kein Schlüssel dabei. Gut, dann machen wir das anders. Dann halt, geh mal zu mal rein. Dann machen wir hier den Klassiker. Hier gibt es jede Menge Benzin. Oder mal so schon ein Benzinkanister. Glasfaser voll, schafft was. Gehen wir ein Stückchen darüber. Dann holen wir das mal raus, was interessant ist. Achso, wo tanken wir eigentlich? In den USA. Ist das Fahrerseite oder Beifahrerseite? Nur den Benzinkanister, bitte. Fahrerseite, okay. Oh, ich werde immer panischer. Ja, panischer. Gut. So, malen. Dann kannst du hier den Benzinkanister mal in den Rucksack tun. Sieht super aus hier. So, Gewicht sieht auch okay aus. Aber da ist auf jeden Fall mal hier Ruhe. Da unten. Hä? Sag nicht, dass das jetzt die Polizistin ist.
Tja, meine Gute, mein Guter, wir sind noch lange nicht fertig. Trainieren hier weiter unseren fleischphysischen Schleichen-Skill. Links immer nur, wenn wir rennen. Gut. Schöne Knarre haben sie da. Hat aber auch keinen Schlüssel, okay. Und da kommt der Hunger wieder. Nichts mit Appetitlosigkeit anscheinend. Schöne rote Unterhose. So schön über den Zaun und dann direkt umgefallen. Okay. Gut. Zurück. Und erstmal dringend waschen. Ist ja völlig, völlig panisch. Halt. Das machen wir mal gleich hier unten. So. Alle Kleidung. Ah, schön sauber. Ja, du hast ja nur ein bisschen Blut. Und alles füllen. So, dann kannst du noch trinken und dann sind wir total im Eimer. So, was haben wir denn alles Schönes? Erstmal wieder einiges an Elektrozeug. Halt, Walkie-Talkie natürlich. Achso, wir haben einen Benzinkanister, genau. Das natürlich, macht natürlich besondere Schwere aus. Huch, was liegt denn da? Ah ne, das ist die Lampe. Von außen. Zack. Da hat sich das mit dem Gewicht schon gegeben. So, haben wir noch was für den Stapel, noch eine Zeitung. Notizbuch und Feuerzeug, sehr schön. Ah ja, die Waffen, genau, warte mal. Dann nehmen wir einfach mal die graue Tasche, weil die wird dann relativ schnell voll bei 18 Gewicht. Und wenn ich mir überlege, das wiegt ja, da ist auch irgendwas drin, okay. Zwei Schlagstöcke, die müssen wir natürlich nicht mit uns herumschleppen. Wir haben einen. Und eine Bandage. Die kommt zur Medizin. Genau. Und dann wird gekocht. Das Abendfernsehprogramm haben wir leider nicht geschafft. Na komm, halt, Alter, halt. Bevor ich es wieder übersehe. Oh, der Hunger und die Müdigkeit. Dann lass uns mal schauen, was wir hier Schönes kochen können. Beziehungsweise, wir holen jetzt mal alles Mögliche. Warte mal. Nimm, gib dir das mal alles mit. Hier ist noch mehr Futter drin. Okay, nimm dir das auch mal mit. So. Junge, Junge. Ach, da haben wir noch einen Kochtopf. Er nimmt, gib dir mal alles, was hier irgendwie nach Kochutensilien aussieht. Uiuiuiui. Massiv überladen. Okay, alle Dosen hier rein. So. Dann bitte Limo und Brause hier rein. Okay. Gitterpfanne, Back. Was haben wir hier? Grillbürste, Schneidbrett und Spatel sind angeblich Müll. Genau, das Nudelholz noch raus. So, dann befüllen wir wieder alles. Das schaffen wir jetzt nicht mehr runter heute Abend. Das muss man dann am nächsten Tag machen.
Okay. So. Naja, ist Fleisch dabei. Kommt auch noch raus. Genau. So. Kochen. War angesagt. Wir können richtig viel machen. Das ist echt der Hammer. Ah ja, jetzt sieht schon besser aus. Okay. Pfannengerecht. Karotte bitte. So, was haben wir sonst noch? Eine ungekochte Wurst. Gott. Bisschen scharfe Soße drauf. Pfeffer. Machst wieder einen Wok, okay. Margarine. Was haben wir sonst noch? Ei. Und noch ein Ei. Gut. Das hast du gut gekocht. Instanthaltung, yes. Wo ist denn dein Kochen-Skill? Ich sehe keinen Kochen. Ach hier, 194, echt. Nicht schlecht. Okay. Dann lesen wir mal weiter. Langeweile, Unglückkeit, das ist gutes Futter. So. Wie weit bist du gekommen? Ein paar Seiten weiter. Okay. Bitte die Hälfte essen. Du hast es in der Grillpfanne gemacht. Ah ja, okay. Okay, ab in den Kühlschrank damit. So. Wie sieht's jetzt aus? Ziemlich müde. Panik scheint nachzulassen. Was auch okay ist. Wir machen jetzt Fitness. So. Während der Herr sich da... Bist du fertig? Ne, bist du noch nicht. Aussieht, kann man da wieder die ganzen Tafeln wieder orientieren. So, auf dem Rücksitz. Auf dem Rücksitz, nee, auf den Rücken. Und gute Nacht. Nee, nicht nehmen, schlafen. Genau. Wieder patschnass, alles immer wieder trocken, okay. Aufgewühlt, okay. Und angespannt. Reduziert sich nicht. Okay. Oh ja. Hast du wieder das Fernsehprogramm verpasst? Ob wir noch ein paar Minuten schaffen. So. Was? Das ist schon wieder Rad. Ist immer noch aufgewühlt, okay. Ja, das war's. Okay, dann nehmen wir das Wasser mit. Haben wir Machete Schlagstock, das passt. So, das kommt wieder runter. Beziehungsweise du kannst eigentlich den Topf mal hier lassen. Halt. Vielleicht machen wir mal eine Suppe. Ansonsten sieht es wieder gut aus. In Anführungsstrichen, so super ist es nicht, aber hey. Und es regnet ein bisschen. Gut, Regen ist nicht Nebel, das heißt zu Deutsch, da kann man so schon ein paar Sachen machen. So. Alles raus. Angespannt, okay. Das dauert tatsächlich ein ganzes Weilchen. Okay. Hier sieht es ruhig aus. Gut. Halt, gehen wir auf die Karte. Ja, nicht komplett nach Süden, aber schon so plus minus. Sieht hier tatsächlich sehr sauber aus. Wie ist denn das eigentlich? Warte mal. Wir bleiben mal stehen. Wir haben flink 10,75. Wie ist denn das, wenn du rennst? So, wir rennen jetzt mal ein bisschen. Ändert sich nicht, okay? Nö. Schade. Ändert sich nicht. So, holen wir mal den Schlagstock raus. Versuchen es mal ein bisschen mehr mit Schubsen. Wenn es immer nur einer ist oder zwei, kann man das schon mit Schubsen machen. Sag ich erst so ab drei, dann muss man ein bisschen schneller sein, ein bisschen mehr gucken, dass man die wieder los wird. Ja,
Das war nicht so wirklich viel. Okay, ich schleiche mal lieber, weil eventuell ist hinter den Bäumen ein bisschen was unterwegs. So, wie sieht's aus? Scheint ruhig. Anscheinend. So, die örtlichen Mülltonnen abchecken. Flasche leer. Ja, nimm die mal mit. Eigentlich kannst du den Müllsack auch mitnehmen. Vielleicht braucht man den noch. Oh, hier ist wieder eine Stale, weiß ich nicht. Oh, plus 40 Unglücklichkeit. Naja, das ist mir zu viel. Da ist nichts drin, okay. Ja, wir wollen erstmal noch nicht weiter nach Süden. Hier unten kommt auch noch ein Haus, okay. Auf der anderen Seite. Da steht auf jeden Fall ein Zombie. Da oben ist auch was. Der ist aber weniger beeindruckt. Halt deinen Schubsen. Nicht mich umrunden hier, gell? Nochmal auf die Karte schauen. Ja, wir können eigentlich auch abkürzen. Da kommt er. Huch. Gut. Da ist das aufgewühlt, verschwunden. Es kann aber jederzeit wiederkommen, weil wir natürlich nicht sauberer werden. Gut, alles klar. Da oben läuft einer. Da unten war schon das Haus zu sehen. Da ist noch einer. Okay, es sind also mindestens zwei. Fachzeitschrift für Ingenieurwesen. Lärmerzeuger herstellen. Naja, schöne grüne Schuhe. Gut. Da sind noch zwei, die räumen auch gerade aus dem Weg. Auch wenn wir leichte Wehwehchen haben. Regen scheint auch erstmal aufgehört zu haben. Tschüss. Okay. Digitaluhr. Okay, ein paar sind hier schon noch unterwegs, aber es sind nur kleinere Gruppen. Zustand ist wieder okay. Auch wenn wir ein bisschen erschöpft sind, das merkt man übrigens tatsächlich ein bisschen, weil das Stampfen nicht so gut klappt. Wobei, naja, doch, er macht ja Kniebeugen. Deswegen sind natürlich die Beine dann besonders erschöpft. Kannst jetzt einfach mal umfallen. Was ist das hier?
Will einfach nicht umfallen. Waren das beide jetzt, oder was? Ja. Der Schlagstock hat auch eins abgenommen. Ja, man ist hier nicht ganz allein. Okay, hier gibt es auf jeden Fall Werkzeug. Glühlampe, Brechstange. Fischenband 4. Okay, wir lassen das erstmal noch mit drin. Also, da geht's hoch. Jeans und Sportshorts. Wieder ein bisschen Vorrat, okay. Margarine und Butter. Schinken und Huhn, okay. Honig, Schokolade, dann verrottet, ungekocht, ja, das kannst du ausgießen. Klingt total lecker. Noch ein Becher, okay. Da haben wir noch mehr von den Wasser. Behältern. Der Mikrowelle ist nichts. Dann bitte alles befüllen. Du musst da übrigens keine Kniebeugen machen derweil. Nice. Es gibt richtig viel Wasser. Und dann trinkt man gerade noch. Okay. Und wo wir schon dabei sind. Draußen regnet es wieder, aber ich bin nicht so sicher, ob uns das auch sauber macht. Gut. Dann bitte alles, was irgendwie mit Wasser halt zu tun hat, raus. So. Das heißt, Wasser und war wieder so ein Tool-Zeichen dran. Das ist nur Toilette. Erste Hilfe. Oh, viele Bücher. Ja, komm, geh mal ran. Warum kann ich es nicht anklicken? Jetzt. Die Magazine haben wir schon gelesen, okay. Klebstreifen. Wir müssen dann mal irgendwann mal bei Gelegenheit mit dem Auto hierher kommen. Großes Bad. Ein paar Vitamine. Laken, naja. Das ist nicht so interessant. Was haben wir im Kleiderschrank? Schuhe und... naja. Wäsche halt. You love me too. Eine CD. Ich sag mal eher spartanisch. Das Jägermagazin, sehr schön. Ausgabe 2. Make Wooden Box Trap, eine Holzschachtelfalle. Eine Spießfalle. Dann haben wir wieder ein paar Schrauben und Nägel, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Bretter nicht. Ich denke mal, dass das gar nicht so uninteressant ist, hier mal mit dem Auto herzukommen. Da mehr so ein so eine Ausspähung sozusagen. So, ich muss mal kurz auf die Karte schauen, damit ich weiß, wohin. Ja, im Prinzip so plus minus darauf. Und wir haben wieder Hunger. Gut, das geht immer noch. Etwas zu essen wäre super.
Ja, man sieht immer mal wieder ein paar kleinere Grüppchen an Zombies, aber hier draußen scheinen die sich ein bisschen mehr zu separieren. Nicht zu sehr auf einem Haufen, das findest du dann eher in der Stadt mal. Ein Auto. Ist das benutzbar? Da bin ich mal gespannt. Das Problem ist halt, wenn du benutzbare Autos da irgendwie zu hoch setzt, dann kannst du fast jedes Auto fahren. Das ist dann auch wieder nicht im Sinne des Erfinders. Was haben wir hier? Für unser Schlüssel. Karte von Louisville. Okay, die kannst du zumindest mal lesen. Hier ist kein Schlüssel. Soll ich das mitnehmen? Lass uns das mal draußen. Och, da ist kein Schlüssel drin. Vielleicht finden wir noch im Haus was. Ah ja, Benzin ist eh leer, okay. Also wir haben schon mal eine Benzinquelle gefunden. Das ist ein Polizeiauto. Farbe grau, yes. So. Beziehungsweise, weißt du was? Platzier mal das Ding irgendwie so hin. Sieht man ein bisschen besser. Da drüben sieht das halt aus, als würde das irgendwie zum Müll gehören. Naja. Halt, warte mal, da steht eine Tasse. Ja, lass die mal zugeklappt. So. Nehmen wir mal wieder zu. Kühlschrank. Tiefkühle, okay. Etwas zu essen wäre super. Eine Packung Eis. So, wenn du fertig bist, sagst Bescheid. Ja gut, so ein Eisbecher zu essen, ich sag mal so, das kann ich aus einer gewissen Erfahrung berichten, das braucht tatsächlich seine Zeit. Stieltopf und zwei Kessel. Was stehen da oben drauf? Putzmittel, was? Ach, eine Dose mit Tomaten. Okay, das kannst du noch ausgießen. Was ist da drin? Ein Messer, okay. Im Herd verrottet gekocht. Ja, ich habe ja keinen Mülleimer, okay. Nee. Gut, dann bitte alles befüllen. Yes, 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 yes. Gut. Junge, Junge. Kann man hier wahrscheinlich dasselbe machen. Werkzeug wird sicherlich nicht falsch sein. Ist auch nur ein einetagiges Haus. Das macht das Durchsuchen dann ein bisschen leichter. Okay, das ist nur ein Bad. Ohne Schrank, wohlgemerkt. Zeitungsstift. Ist erstmal egal. Ich glaube, wir haben erstmal genug. Formelles Hemd. Okay, was ich gerne noch machen würde, wäre in die Scheune da oben zu schauen. Sehr ruhig hier. Da drüben stehen ein paar Bauern auf dem Acker. Begutachten die Säung. Kiessack, naja, das ist, Sack mit Gips, das sind alles so Sachen, die tragen sich nicht besonders gut. Dünger, Autoreifen. Und noch zwei große Schränke. Was haben wir hier? Da hinten sind auch ein paar Bauern. Ja, hier gibt es auch Werkzeuge. Na Junge. Nein, hau zu. Thank you.
Eine Digitaluhr. Oh, Militärstiefel, den nehmen wir auch mit. Ich weiß nämlich nicht, wie die zu reparieren sind. Ja, normale Stiefel tun es auch. Ein Päckchen mit Brokkolisaat, gut. Und eine Kelle. Brauchst du dann wahrscheinlich auch zum Säen. Und Erdbeersaat. Ja, ja, da weißt du, wobei die waren. Und mit ihrem Militärstiefel, echt? Macht man das so? Das war mir nicht bewusst. Da oben ist auch ein Zombie. Stiefel, na gut. Ist vielleicht genug. Okay, wir haben die drei da unten. Wir gehen jetzt erstmal nochmal kurz ins Haus. In der nächsten Folge, weil wir haben hier rechts unten noch ein Gebäude und da oben natürlich, die zwei begutachten wir noch. Es sieht aber nicht so wirklich aus, als könnten wir hier ein Fahrzeug gewinnen. Tatsächlich gibt es bei den Bauernhöfen erstaunlich wenig Fahrzeuge. Ja. Halt, mach das mal zu, genau. Ja, das, die Fahrzeugsuche ist halt noch von entscheidender Bedeutung, um halt die Transportwege ein bisschen umfangreicher zu machen. Ja, ein paar Markierungen sind da. Perfekt ist es nicht, aber ist auch erst der Anfang. Geht's in der nächsten weiter. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns, macht's gut. Ciao.